Wir kommen gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 77, wie verabredet, Wahl der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses. Nach § 9 Absatz 1 Nr. 4 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches wählt der Landtag drei in der Jugendhilfe erfahrene Personen auf Vorschlag der obersten Landesjugendbehörde. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 20-458 wurden von der obersten Landesjugendbehörde die dort genannten Personen zur Wahl vorgeschlagen, ist Ihnen vorhin verteilt worden. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, schlage ich vor, über diesen Wahlvorschlag abzustimmen. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir das tun. Wer dem Wahlvorschlag von der Drucksache 20-458 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Macht die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Enthaltung. Damit ist dieser Vorschlag einstimmig angenommen und die genannten Personen zu ordentlichen sowie zu stellvertretenden Mitgliedern des Landesjugendhilfeausschusses nach § 9 Absatz 1 Nr. 4 HKJGB gewählt. Herzlichen Glückwunsch an die Gewählten. Damit können wir jetzt in die Mittagspause eintreten. Ich würde mal sagen, eine knappe Stunde reicht. Um 16 Uhr treffen wir uns wieder hier.